Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harvest Moon auf Wonderful Life. Wir gehen einfach mal pennen. So, im Fernseher. Es soll mal regnen. Das glaube ich, ist das erste Mal im Frühling. Wird man sehr trockenen Frühling, aber wir gehen schlafen. Und beginnen somit den letzten Tag des Frühlings des dritten Jahres. Tatsächlich sind wir einfach schon wieder mit dem Frühling durch. Das ist aber cool. Muss ich zugeben. Phew, 4, da werden wir es jetzt gerade schaffen nach hinten. Jetzt soll es nicht mehr regnen. Ja, jetzt sagt er wieder schönes Wetter. Ich glaube, er kann sich auch nicht so wirklich entscheiden, was abgeht. So, okay, da. Ab morgen werden wir da wahrscheinlich ein bisschen was dranhängen haben an Früchten. Die werde ich dann, glaube ich, auch mal der Pflanze geben, wenn die sagt, sie hat Hunger, weil was interessiert mich so ein Apfel oder so. Okay, hier sehe ich noch so Düngerüberreste. Das heißt, da schütte ich jetzt mal keinen Dünger vorsichtshalber drauf. Weil ihr seht doch auch noch diese drei kleinen Dreiecke und die heißen ja, da ist noch gedüngt. So, ja, ich gehe erstmal nach oben. Sollen die Kühe in Ruhe wach werden? Ich gehe nochmal nach oben. Und hol da so ein paar Plänzchen. Ach, jetzt ist hier fast alles. Also bis auf so ein paar Ausnahmen ist hier alles von grün. Da geht es sehr stark Richtung Sommer. Das heißt, das letzte Mal für dieses Jahr Göttinnen-Tropfen einsammeln. Spielblumen. Ja, nächstes Jahr wird tatsächlich dann anders aussehen. Weil da dann schon gewisse Umstände eintreten. Das wird eine ähnliche Veränderung sein wie von ersten aufs zweite Jahr. So wird es auch von dritten aufs vierte Jahr sein. Weil dieses Spiel ja in mehrere Phasen unterteilt ist. Sorry, ich muss jetzt gerade voll niesen. Ich habe so, hä, was ist. Was will meine Nase jetzt? Und dann so, puh. Da hat meine Nase wohl was gereizt. Tja. Meine kleine Kuh. Finde es ein bisschen schade, dass man da keine Veränderung sieht, wenn die größer werden. Ja, den Kuschelaufen hinten geht's euch allen gut. Dann hole ich jetzt erstmal deine Milch. Und bringe die unseren Minimi da draußen. Schau, dass die hier erstmal fressen und sich aufteilen. Also ich hätte es ja vor allem gern, dass Bounty frisst. Ja, bist du? Zeigen. So, hier. Wir haben eine leckere Milch. Oh, es regnet gerade. Seht ihr das? Ja, da bleibt ihr heute wohl hier drin. Ja, gute Entscheidung, die nicht rauszutun. Natürlich ist jetzt auch wieder was dreckig, aber mein Gott. Aber das Euter von der ist halt immer noch so richtig feuerrot. Könntet ihr jetzt vielleicht mal fressen? Ich warte einfach. Ja, cool. Gibt's halt auch noch mal ein bisschen Regen. Wenn ich jetzt wieder reinkomme von der anderen Seite, vielleicht hat man sich's dann ja überlegt. Also Niklas hat meiner Meinung nach nichts gefressen und Bounty auch noch nicht. Was mit der kleinen Kuh ist, weiß ich gerade gar nicht. Okay, ihr schaut gut aus. Ah, schauen wir, wie der schon wieder an einer anderen Kuh dranhängt. Ja, ich komme dann nach meiner kleinen Runde wieder. Dann sollte es ja erstmal ein bisschen regnen. Ja, der Gustav, aber dem macht das nichts aus, dass es regnet. Ein richtiger Musiker. Spielt auch bei Regen. Bei strömendem Regen.
In Portia würden sie jetzt alle wieder mit ihren Sonnenschirmen auf dem Kopf oben rumrennen. Wie die Tinte halt den ganzen Zeit rumrennt, so rennen die halt dann bei Regen rum. Ah, ich freue mich wirklich ein bisschen auf unser Portia-Projekt 2.0. Wir heiraten Adit und finden heraus, was mit ihnen nicht stimmt. Das wird super. Ist er hoch? Ich gehört, du wirst ja ganz dringend hoch und ein Spiel spielen. Hey, kurzer. Ja. Also wir kümmern uns um unseren eigenen Scheiß. Und das nicht machen. Nee, ich weiß, wie das geht. Okay, na dann. Okay, dann gehe ich mal nach unten. Ja, mach da oben ruhig dein Ding. Ich mach hier unten eins. Kein Stress. So. Oh, jetzt komm da an und verhindert mir die Sache, aber dann bremse ich ihn halt einfach aus. Dann mach da unten ruhig dein Ding, ich mach da hinten meins, weißt. Ha, ja, lässt mich echt machen. Okay, natürlich hat er jetzt gleich auch ein Riesending. Weil der den jetzt so zusammensetzt. Ne, macht er nicht mal. So, er will den hier. Ja, jetzt ist eigentlich egal, wo ich hinsetze, weil er den egal wo holen kann. Ah, machen wir da oben einen Strich durch die Rechnung. Und dann machen wir ihn hier oben auch noch einen Strich durch die Rechnung. Ja, jetzt macht er einen kleineren, aber okay, es sind ein paar mehr als meine. Ja, das sind einige mehr als meine. Okay, den wollte ich eigentlich so nicht setzen, aber dann machen wir jetzt so. Dann kommen wir mal so machen. Ja, mach da oben ruhig dein Ding. Ich mach hier unten wieder meins und wir treffen uns dann irgendwo in der Mitte. Okay, wir haben Kreisstunden. Okay, wir holen natürlich jetzt mächtig ein. Ja, ich mach einfach mal da oben so ein bisschen lang. Ja, das eine kannst du ruhig erweitern. Das interessiert mich jetzt ziemlich wenig. Macht mir ein paar Striche durch die Rechnung. Machen wir da oben einfach mal so ein einzelnes. Ach. Musst du mir eigentlich alles versauen? Ja, wir haben gerade. Also, er wird es gewinnen. Ja, die Taktik schien auch nicht so überzeugend zu sein. So, ja, jetzt holt er sich den unten. Und noch den hier. Ist egal, was man macht. Ja, lief nicht so super, weil er irgendwie mehr hatte. Aber vielleicht gibt es so Gnaden-Freundschaftspunkte. Ich habe gewonnen. Vielleicht ist das zu ernst. Ich weiß nicht, man gewinnt, glaube ich, eh nichts, wenn man hier gewinnen sollte, außer dass man halt Ruhm, Ehre und Abenteuer gewinnt oder so. Aber was bedeuten das, kriegt man hier tatsächlich nicht. Okay, schauen wir mal nach oben. Ja, um ihre Abenteuer werden schon richtig geil. So. Wow, wisst ihr, was ich damals als Kind voll gern gemacht habe bei dem Spiel? Ich glaube, ich habe das noch nicht erzählt, aber ich bin gerne in die Villa von der Romana gegangen, habe mir eine süße Katze hier gegriffen und wollte die mit heimnehmen. Schau mal hier, schau! So richtig so, all hier, meine Augen existieren nicht mehr, ich bin jetzt ein Strichmännchen. Was? Oh, guten Morgen. Es war wahrscheinlich jeder glücklicher zu sein. Ja, du nicht.
So, wir trampeln da mal lang und ja, machen wir jetzt mal unsere Daily Round. Irgendwann muss man ja hier seine Daily Round machen, wer kommt aus dem Haus raus? Ach, der Arzt und der Jogging-Junge. Keine Ahnung, hab den Namen vergessen. Das gefällt den Flöhen von den einen bestimmt nicht. Es ist gerade so regnet. So. So, einmal eingesackt. Dann nehmen wir mal ein süßes kleines Beifuß mit. Boah, da hinten sieht es richtig schwarz aus, wie die Mine. Also es sollte ja heute runtergehen, weil das entscheidet sich jetzt gleich erst. Es sollte nämlich rauskommen. Genau. Und jetzt geht er entweder hier runter oder er sagt, verpiss ich mich. Er steuert tatsächlich Richtung Mine. Ja. Er geht in die Mine. Ich bin vor dir da. Da müsste doch jetzt auch voll das Wasser zusammenlaufen. So, wie geht's dir? Alter, er ist mir gerade ziemlich nahe. Ja, ich will eigentlich graben. Die Sonne gibt dir Kraft. Regnet aber, du kommst gerade richtig. Sofort. Sonne gibt dir Kraft. Es gibt keine Sonne. Das heißt ja keine Kraft. Außer er hat die letzten Tage natürlich so viel Kraft getankt, dass er jetzt ja keine Kraft benötigt hat. Ernsthaft. Der wird uns jetzt hat. Den ganzen Tag mit seinen Gurren nerven. Aber ich glaube, wir haben heute eh kein Glück und werden da ziemlich schnell wieder rausgehen. Oh, wir haben etwas gefunden. Cool. Wer hätte denn damit gerechnet? So ein Fossil. Eins. Wir haben was gefunden. Ein schönes Erz. Ach ja, das Geräusch von Regen. Ist das nicht beruhigend? Also wenn wir rausgehen, regnet es nicht mehr, aber aktuell regnet es. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch hört. Wahrscheinlich ganz leise. Also dieses eine Feld haben wir jetzt richtig viel gefunden, um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht haben wir heute doch kein Pech, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Glück. Kann man ja auch mal haben. Warum auch nicht? Warum sollte ich immer Pech haben? So, und nochmal eins, zwei, drei. Wir haben wieder was gefunden. Special. Ganz special-mäßig. Oh, ein schönes Erz. So, eins. Und zwei. Und drei. Und eins. Hey, was finden wir heute alles? Das ist ein bisschen außergewöhnlich viel gerade. Gesamt, heute haben wir echt viel gefunden. Heute hatten wir keinen Tag in der Mine, wo ich mir dachte, wir gehen da jetzt mit einer Münze raus. Diese 7 Stunden oder so in der Mine, das hat sich gelohnt. Ja, ich weiß, es muss uns jetzt öfter sagen, dass du wohl Hunger hast. Oh Mist, ich war gar nicht mehr bei den Kühen, weil die doch nicht gefressen haben. Aber wir sind da eh vor 5 Uhr fertig. Okay,
Dann machen wir aber an dieser Stelle einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es hier spannend weitergeht in der Mine von Harvest Moon, Wonderful Life. Bis dahin, bye!